Die plastische Chirurgie entspricht aus vielen Teilgebieten, wo eben ein Teilgebiet die ästhetische Chirurgie ist. Ein anderes Teilgebiet der plastischen Chirurgie ist die Wiederherstellungschirurgie. Das kann sein nach Unfällen, das kann sein nach Krebsoperationen, wo die Form, die Funktion von menschlichen Körper, von Organen wiederhergestellt wird. Ein weiterer Teilbereich der plastischen Chirurgie ist die Behandlung von Verbrennungen. Kleine Verbrennungen kann man relativ einfach selber behandeln, der Hausarzt, der Hautarzt. Aber wenn es natürlich um große Verbrennungen geht oder auch um Stromverbrennungen oder chemische Verbrennungen, sind die plastischen Chirurgen gefragt. Ja, und ein Teil der plastischen Chirurgie ist eben auch die Handchirurgie, weil an der Hand sehr viele Strukturen sehr eng beisammen sind und das ein komplexes Zusammenspiel ist von vielen unterschiedlichen Strukturen und deshalb ein spezielles Wissen gefordert ist. Diese Handchirurgie wird aber nicht nur von plastischen Chirurgen durchgeführt, sondern eben auch von Unfallchirurgen, von Orthopäden. Aber jemand, der noch eine Spezialausbildung für die Handchirurgie über 3 Jahre genossen hat.